Hallo. Ich fange einfach mal so an. Haben wir irgendwelche Englischsprachigen im Raum? Is there anyone who needs this in English? Salve is not listening, I guess. Oh, you understand German. Du, oh. Ausgezeichnet. Skoll. Cool. Dann machen wir das auf Deutsch. Wenn es jemand auf Englisch sehen möchte, ich gebe den Talk auch in Riga und dann auf Englisch. Aber ich glaube, heute wird er ein bisschen länger. Wir werden am Ende vermutlich noch so 10 Minuten für eine offene Diskussion haben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, am besten bis zum Ende aufsparen und dann haben wir noch eine ganze Menge Zeit, um zu diskutieren. Das Thema heute ist Finding Humans to Turn Them into Developers und am besten für Perl. Es geht also darum, Leute einzustellen und Leute zu finden, die man einstellen will. Das ist meistens gar nicht so einfach, wie das klingt, insbesondere wenn man junge Menschen finden will, die sich eignen als Auszubildende oder so. Man will immer so ein bisschen nach dem Feuer gucken oder ob irgendwie ein Funke da ist, den man richtig entzünden kann, damit ein Feuer draus wird. Und wir schauen uns das jetzt in Ruhe an. Wie oft wurdet ihr im Durchschnitt schon interviewt? So, mehr als 5-mal, mehr als 10-mal, bei wie vielen Vorstellungsgesprächen wart ihr schon? Wer war selber als Kandidat schon bei mehr als 10 Vorstellungsgesprächen? 2. Bei mehr als 5. Okay, ihr müsstet euch nochmal melden, ne? Weil, also 3. Und bei ganz wenigen Vorstellungsgesprächen die meisten. Also es ist tatsächlich oft so, gerade in unserem Feld mit Perl, dass es gibt halt nicht so viele Firmen, deswegen ist es ist nicht einfach, einen neuen Job zu finden, aber wenn man einen Arbeitgeber findet, der einen Job hat, ist es einfach, den zu kriegen, wenn man sich jetzt nicht gerade komplett dämlich anstellt. Das ist in anderen Feldern nicht ganz so einfach, für uns aber schon. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass es uns persönlich relativ schwer fällt, vielleicht noch schwerer als anderen Technikbereichen, solche Leute zu finden und selber die Vorstellungsgespräche zu führen. Denn wie oft habt ihr denn schon selber Leute interviewt? Auch mehr als 10 Interviews geführt, jemand? Da melden sich 3, 4, mehr als 20? Wendy, mehr als 100? Mehr als 100. Gut, aber Wendy hatte auch ihre eigene Firma und hat diverse Leute eingestellt. Insofern, die meisten von uns machen das nicht so oft. Und den meisten von uns geht es auch so, dass wenn wir interviewt werden, dass Leute sind, die das auch nicht so oft machen. Und dann ist das leider meistens ein ziemlich schmerzhafter Vorgang, weil man weiß dann nicht, was man sagen soll. Und der Mensch auf der anderen Seite, der einen da interviewt, weiß auch nicht so recht, was er sagen soll. Und ja, wir gucken uns jetzt mal an, wie wir das Ganze ein bisschen einfacher machen. Aber zunächst mal über mich und über meine Firma, bei der ich jetzt arbeite. Oleo, früher WCN, ist in London. Ich bin da seit ziemlich genau einem Jahr. Ich glaube, seit gestern bin ich ein Jahr in England und ab nächster Woche ist es dann ein Jahr bei Oleo. Und wir machen Recruitment-Software. Und zwar machen wir ein sogenanntes ATS, das ist ein Applicant Tracking System. Im Prinzip ist das eine HR-Komplettlösung für Hiring. Also größere Firmen setzen das ein, um ihren Bewerbungsprozess zu modellieren. Um Stellenbeschreibungen und Stellenanzeigen damit zu schreiben, zu veröffentlichen. Und Kandidaten bewerben sich dann durch unsere Software, fließen dadurch einen Prozess, kriegen automatisierte E-Mails, kriegen Briefe, kriegen Bewerbungstests, kriegen Sicherheitsüberprüfungen, all sowas. Und Oleo macht das seit ungefähr 20 Jahren und war der First Mover in dem Bereich in Großbritannien. Das ist alles in Perl und das Kernprodukt ist modernes Perl, Catalyst DBX Class auf Debian und ist jetzt seit ungefähr 10 Jahren in Entwicklung. Ich arbeite an dem Kernprodukt unter anderem. Und gleichzeitig ist meine Rolle aber auch, ein Team aus Junior-Entwicklern aufzubauen, weil auch in London, wo es scheinbar mehr Perl-Entwickler gibt als in den meisten deutschen Städten, gibt es Nachwuchsprobleme. Und ja, wir gucken uns heute an, wie wir damit umgehen. Aber zunächst mal die Frage, sollte ich überhaupt Leute ausbilden? Nicht nur Perl, sollte ich überhaupt Leute einstellen und Leute ausbilden? Das ist nichts, was man pauschal beantworten kann. In Deutschland würde ich sagen, die meisten Betriebe profitieren davon, Auszubildende zu haben.
Denn jemanden von vornherein an sich zu binden, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wir gucken uns das an. Warum bilden wir überhaupt aus? Ganz klar, gerade in Perl ist es super schwierig, Entwickler zu finden. Es gibt häufig einen sehr, sehr kleinen Markt an Entwicklern, sehr, sehr kleinen Jobmarkt außerdem. Viele Entwickler, die andere Sprachen schon machen, wollen nicht unbedingt zu Perl wechseln, weil Perl halt leider nicht den sexiesten Ruf hat, zumindest nicht mehr. Und deswegen ist es halt schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, seit 10 Jahren PHP mache und immer in Startups arbeite, dann ist es super einfach, einen Job zu finden. Und wenn mir es dann nicht gefällt, dann gehe ich halt zu einer anderen 10 Firmen, die mich einstellen will und verdiene dann noch mehr Geld. Und warum sollte ich dann Perl lernen? Oder irgendwas anderes? Und außerdem kommt auch oft dazu, dass viele Firmen, die Perl einsetzen, in Städten oder in Städtchen oder in Stadtteilen sind, wo vielleicht nicht so viele andere Firmen sind, die sind nicht so hip. Und Perl-Firmen sind selten in Kreuzberg oder in der Schanze in Hamburg, sondern die sind meistens eher irgendwo weiter draußen, weil das sind kleinere Firmen, die sind etablierter, die sind da schon eine Weile, vielleicht haben die noch eine Produktion mit dran oder so. Und es geht dann nicht um hip, sondern es geht da um Geld verdienen. Und ja, das ist häufig ein Problem. Als Beispiel für mich selber, Olio ist in Wimbledon. Das ist ein Vorort von London. Ihr kennt das vom Tennis. Das Tennisstadion kann ich quasi sehen, wenn ich aus dem Büro rauslaufe. Das ist eine Viertelstunde weit weg. Das sind ungefähr 45 Minuten mit der U-Bahn ins Londoner Stadtzentrum. Das heißt, wenn jetzt jemand am anderen Ende von London wohnt, irgendwo im Norden, dann braucht er 1,5 Stunden zur Arbeit. 2x täglich. Das will sich doch keiner geben. In London machen Leute das, weil man hat keine Alternative. Aber es macht keinen Spaß, 3 Stunden am Tag mit Commute zu verbringen. Und wenn ich die Wahl habe für den Arbeitgeber, dann suche ich mir lieber einen aus, der näher dran ist an meinem Haus, als eine Firma, wo ich eine Stunde hinbrauche. Ich bin da hingezogen und habe mir eine Wohnung gesucht, die 10 Minuten zu Fuß weit weg ist, weil ich es konnte. Aber in Berlin hat mir die Stunde Arbeitsweg auch keinen Spaß gemacht, ganz ehrlich. Also das sind auf jeden Fall die Gründe, einige der Gründe, warum man keine Entwickler findet. Und warum machen wir nicht unsere eigenen? Es gibt genug Leute, gerade heute, die Entwickler sein wollen. Die sind das noch nicht, aber die werden das gerne. Und die meisten von denen denken, oh, Tech, voll cool, Internet, mache ich. Ist geil, kann man viel Geld mit verdienen oder warum auch immer. Und die wissen, die haben keine schlechte Meinung über Perl, weil die meisten wissen gar nicht, dass es Perl gibt und schon gar nicht, was Perl ist. Insofern sind die auch nicht opinionated. Die wissen nichts von unserem vermeintlich schlechten Ruf. Und das können wir uns zunutze machen. Natürlich kommt auch noch dazu, gerade wenn es so einen übersättigten Einsteigermarkt gibt, dass die meisten Leute eigentlich auch gar keine Wahl haben. Wenn ich frisch von der Uni komme und Informatik oder Softwareentwicklung studiert habe und ich kann irgendwie zwei Semester lang Java und ein Semester lang R, dann kann ich mir nicht aussuchen, wo ich arbeite, sondern dann bin ich froh, wenn mich jemand einstellt. Und genauso ist es für die meisten Leute auch mit Ausbildungsplätzen. Und das sind Dinge, die wir im Hinterkopf behalten müssen. Jemand, der ein Tech-Studium hat, das ist egal, was der ein Jahr lang für eine Programmiersprache gelernt hat, dann den können wir zu einem Perl-Entwickler machen. Aber wir müssen es halt machen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Welches Niveau sollten wir denn einstellen? Ich denke, da gibt es 3 Bereiche für Auszubildende oder Trainees oder Berufseinsteiger, nennen wir es mal. Das erste ist direkt aus der Schule. Das wäre in Deutschland die Ausbildung. Häufig ist das Abitur. Zumindest die IHK empfiehlt für Fachinformatiker und so ein Abitur zu haben. Das hat natürlich zur Konsequenz, dass die Leute, die ich da bekomme, die sind 18 oder so, vielleicht auch noch 17. Das ist dann aber schwierig mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Die dürfen dann nicht alleine in der Firma sein und so. Oder das erfordert relativ viel Aufwand, damit umzugehen. Also 18 sollten sie vielleicht dann schon sein. Die sind noch nicht so reif. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich die besser formen kann. Da ist die Persönlichkeit noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, da kann ich noch ein bisschen nachhelfen und ein bisschen erziehen und die zu genau dem machen oder derjenigen machen, die ich brauche. Mein anderer Talk, den ich angesprochen habe in der Beschreibung zu diesem hier, geht darauf ein, wie das funktioniert. Den gibt es auf YouTube.
Wenn ich also jemanden habe, der noch relativ jung ist und die Person macht dann 3 Jahre lang Ausbildung in meiner Firma, dann wächst diese Person mit Loyalität heran zu einem vielleicht ausgebildeten Entwickler. Und das ist großartig, das kann ich nicht einkaufen. Auf der anderen Seite haben wir Leute, die fertig studiert haben, die sind auf jeden Fall klug genug, um es zu schaffen, fertig zu studieren. Die haben ein gewisses Durchhaltevermögen, die sind nicht auf den Kopf gefallen, die wissen, wie man sich selber was beibringt. Das ist ganz nett. Aber meiner Meinung nach muss das kein Tech-Degree sein. Das muss kein Mathe oder Informatik sein. Das darf auch gerne mal Deutsch sein oder Englisch oder sonst irgendwas, was ein Abschluss zeigt, ist, dass ja, ich weiß, wie man studiert, ich habe das hingekriegt, mir alleine was beizubringen und ich bin nicht abgesprungen, so wie ich. Ich habe das nicht hingekriegt, alleine zu studieren. Ja, das geht auch. Und letzten Endes kommt es darauf an, was man im Kopf hat und nicht, was man auf Papier hat, denke ich. Ja, und dann haben wir natürlich noch Leute, die schon fertig studiert haben, die vielleicht schon ein Jahr oder zwei gearbeitet haben. Aber die haben natürlich zum Nachteil, dass die dann vermutlich eine andere Programmiersprache gemacht haben. Und wenn ich jemanden habe, der 1 oder 2 Jahre lang in Python gearbeitet hat, und dann sagt, ja, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, der wird dann trotzdem frustriert sein, wenn er plötzlich eine andere Programmiersprache machen muss. Ob ihm die jetzt gefällt oder nicht, stellen wir mal dahin, Marketing hin oder her. Wenn ich ein paar Jahre lang was gemacht habe und plötzlich soll ich andere Werkzeuge benutzen, dann habe ich eine Learning Curve und dann ist das frustrierend am Anfang. Und der Weg des geringeren Widerstands ist auf jeden Fall, dann vielleicht doch woanders zu arbeiten. Also man muss das immer abwägen. Aber gut, nehmen wir mal an, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen das. Wie bereite ich das jetzt vor? Das Wichtigste meiner Meinung nach ist ein ganz klarer Einstellungsprozess. Das sollte man von vornherein sich überlegen, was will ich machen, was stelle ich für Fragen, wen will ich da überhaupt einstellen, wie sieht diese Person, was hat diese Person für ein Profil, wie die aussieht, ist uns egal. Was sind meine Mindestanforderungen, wenn ich die Mindestanforderungen nicht erreichen kann, weil sich nicht genug Leute bewerben oder weil die alle zu dämlich sind oder keine Ahnung, bin ich dann mit weniger zufrieden oder sage ich, alles klar, dann warten wir halt noch eine Weile, weil so dringend haben wir es jetzt auch nicht nötig. Das sind alles Fragen, die man vorher auf jeden Fall klären sollte. Das sollte man zu Papier bringen und das muss in der Firma abgestimmt werden. Auf die Abstimmung kommen wir gleich auf der nächsten Folie. Genau, ich sollte von vornherein wissen, was für Technologien werden die dann einsetzen, welche Rolle werden die erfüllen und man sollte das durchaus auch mitteilen, sodass die Leute, die man da einstellen will, wissen, was auf sie zukommt. Denn Bewerbungsgespräche sind ja immer ein Prozess in beide Richtungen. Wir werden als Firma genauso interviewt wie derjenige, der da sitzt und den Job haben will. Ja, insbesondere ist es natürlich wichtig klarzustellen, was will ich für ein Skillset haben, seien das jetzt Soft Skills oder Hard Skills, weil wenn ich das aufgeschrieben habe, dann kann ich auch ganz klar entscheiden, lehne ich jemanden jetzt ab in einem bestimmten Schritt oder nicht. Wenn man das klar entscheiden kann, ist das sehr viel besser, um den Prozess zu streamlinen, als einfach zu sagen, ja, das könnte passen, wir nehmen den jetzt mal noch mit und dann schauen wir später. Und dann irgendwann hat man so viele Interviews, dass man sich nicht entscheiden kann. Also man sollte da irgendwie immer sehen, wenn einer Nein sagt von dem Hiring-Panel, dann heißt das vermutlich auch Nein. Wenn ich sage vielleicht, dann sind da Zweifel, dann ist das wahrscheinlich die bessere Wahl, die Person auszusortieren. Gut, und dann ist das Budget. Leute einstellen kostet Geld. Und zwar nicht nur deren Gehalt, und wenn das Azubis sind, ist das Gehalt vielleicht nicht ganz so hoch, aber da sind natürlich noch andere versteckte Kosten dabei. Für eine Ausbildung muss ich auch die IHK bezahlen, ich muss Prüfungsgebühren bezahlen und ich muss allerlei andere Dinge bezahlen. Und dann habe ich natürlich auch noch die Zeit, die meine Mitarbeiter, die Auszubildenden ausbilden, keine andere Arbeit leisten und demzufolge nicht mehr direkt Teil der Wertschöpfungskette sind. Sind sie natürlich noch, weil sie investieren ja Wissen in eine zukünftige Arbeitskraft, die dann das hoffentlich immer ein Vielfaches zurückzahlt. In Leistung. Aber erstmal kostet uns das was. Und auch das Einstellen. Also ich verbrauche pro Bewerbungsgespräch, das ich führe, ungefähr einen halben Tag. Mit Vorbereitungen, mit CVs lesen, mit Screenen. Das ist ganz schön viel Arbeit. Und das muss man sich auch im Vornherein klar machen, dass das auf einen zukommt. Und wenn man das nicht will, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht eine Agentur benutzt oder dann muss man halt Geld investieren anstelle von Zeit. Ja. So, Expectations, Setting Expectations. Man braucht auf jeden Fall das Buy-in. Man muss im Unternehmen kommunizieren, was man da vorhat.
Und da gibt es drei Stellen, meiner Meinung nach, an die man das kommunizieren muss. Auf der einen Seite das eigene Team. Das heißt, die anderen Entwickler müssen auf jeden Fall offen sein dafür, dass da jetzt jemand ins Team kommt, der oder die nicht so viel weiß wie die anderen, noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung hat. Da werden Fragen gestellt werden, da kann auch mal was schief gehen und eventuell muss man ein bisschen Erziehungsarbeit leisten. Das Team muss dazu bereit sein. Dann brauchen wir Geduld, denn all das kann manchmal ganz schön lange dauern und ganz schön frustriert sein. Und vor allem muss jeder bereit sein, auch mal was zu erklären und auch mal ein bisschen langsamer zu machen. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann ist das ganz schön schwierig, jemandem was beizubringen. Und das kann dann für diejenigen, die das nicht machen wollen, frustrierend sein, wenn da dauernd jemand kommt und die unterbricht und irgendwas fragt. Das ist für die Auszubildenden frustrierend und das ist für diejenigen, die das Ganze vorantreiben wollen, auch frustrierend. Dann haben wir das Management, die Leute, die weiter oben sitzen in der Nahrungskette, die müssen wissen, dass sie vorbereitet sein müssen, dass jemand Zeit nicht einsetzt dafür, direkt irgendwelche Tickets zu bearbeiten, sondern den anderen auszubilden oder die andere. Und diese Bereitschaft muss da sein. Und Management muss sagen, okay, wir machen das jetzt. Und wenn Management kann nicht erwarten, dass das einfach nebenbei gemacht wird. Denn Ausbildung ist eine zusätzliche Aufgabe. Das ist wie mindestens ein Teilzeitjob. Und das ist ganz wichtig, dass die Manager sagen, okay, wenn du das machst, dann kannst du das andere aber nicht machen. Und das ist okay, weil uns ist die Ausbildung auch wichtig. Wenn das nicht da ist, dann ist das schwierig. Aber man muss sich halt auch klar machen, es gibt dieses Return of Investment. Wenn ich jetzt Zeit in die Auszubildenden stecke, dann kriege ich die später um ein Vielfaches zurück, weil plötzlich habe ich einen fertig ausgebildeten Entwickler oder eine fertig ausgebildete Entwicklerin, die unser Produkt kennt, die weiß, was wir da tun und die loyal ist. Und das ist großartig. Und dann haben wir die Stakeholder, die Leute, die unser Produkt haben wollen, unsere Tickets schreiben. Meiner Meinung nach finden die Auszubildenden großartig, weil die Auszubildenden machen die ganzen Aufgaben, die sonst keiner machen will oder die nach hinten priorisiert worden sind. Demzufolge kriegen die das Zeug, was schon ewig im Backlog liegt und Leute kommen und diskutieren mit denen und stellen denen Fragen und wollen alles erklärt haben und in meiner Erfahrung finden Business-Leute das großartig. Das heißt, von denen den Buy-in zu kriegen, ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, aber wo finde ich denn jetzt Auszubildende? Das ist ein wunderbares deutsches Wort, das habe ich in der englischen Version des Talks nicht mit drin. Ein Ausbildungsplatzbewerberanbahnungsinstrument. Als ich meine Ausbildereignungsverordnungsprüfungskurs-Dings, das war auch ein langes Wort, gemacht habe. Advertising. Die Dame, die den AEWO-Kurs gegeben hat, hat uns das Wort ans Herz gelegt. Wie kriege ich denn Auszubildende? Großartiges Werkzeug zum Beispiel sind Edgar-Cards oder Werbung in Straßenbahnen oder Werbung in Universitäten oder Werbung an Schulen im Abiturjahrgang. Da kann man auch Dinge an schwarze Brett hängen. Das klingt alles sehr klein, gerade wenn wir überlegen, wie international wir eigentlich alle sind. Aber Auszubildende sucht man sich meistens in der eigenen Stadt. Niemand wird ans andere Ende Deutschlands umziehen, um einen Ausbildungsplatz zu machen, es sei denn, man möchte Windturbinenbauer werden oder so und kommt aus Bayern. Dann zieht man vielleicht nach Cuxhaven, keine Ahnung. Aber für eine Fachinformatiker-Ausbildung guckt man immer erstmal zu Hause. Und deswegen, ja, also es gibt da allerlei Möglichkeiten, eben beim Arbeitsamt und in der Zeitung inserieren oder auf irgendwelchen Jobbörsen. Man kann dann auch mal so coole Karten machen und die in Bars stellen. Das funktioniert ganz gut. Und das heißt Ausbildungsplatzbewerberanbahnungsinstrumente. Ja. Okay, kommen wir zum Interview. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das machen wollen. Großartig. Und jetzt denken wir uns aus, wie wir dann das eigentliche Interviewing machen. Ich hatte gesagt, wir müssen uns überlegen, wonach wir eigentlich suchen. Wir haben technische Skills und wir haben Soft Skills. Meiner Meinung nach sind für einen Auszubildenden die tatsächlichen technischen Fähigkeiten noch nicht ganz so wichtig wie für jemanden, der schon ein paar Jahre Berufserfahrung hat. Letzten Endes macht das keinen Unterschied, ob die Person jetzt ein halbes Jahr lang Python in der Uni gelernt hat und ein halbes Jahr lang Java, weil das halbe Jahr war sowieso nur von Stack Overflow, Copy und Pasten, im schlimmsten Fall. Und ja, da kann ich genauso gut auch jemanden einstellen, der das noch gar nicht gemacht hat. Spätestens nach 2 Wochen haben die das sowieso aufgeholt.
Insofern, darauf kommt es mir nicht so gut, nicht so stark an. Ein STEM-Background, also Science, Technology und Math, ist sicherlich interessant, das habe ich vorhin schon gesagt, aber letzten Endes ist das wurscht. Wenn da jemand ist, der in seiner oder ihrer Freizeit mit einem Raspberry Pi rumhackt oder irgendwelche Schaltungen lötet oder im Hackerspace sitzt, dann ist das so viel mehr wert als jemand, der sich durch die Uni auswendig gelernt hat. Das würde ich immer vorziehen. Also Studium ist gut, aber Studium ist sicherlich nicht Voraussetzung und schon gar nicht für eine Ausbildung, ganz klar. Studienabbrecher wiederum sind großartig für Auszubildende, weil die sind schon ein bisschen reifer, die haben schon ein bisschen mehr gesehen und die sind durchaus in der Lage, komplexere Themen zu verstehen, aber vielleicht einfach nur zu faul oder zu schlecht in Mathe, so wie ich. Ja. Aber ich stehe jetzt trotzdem hier und erzähle euch was darüber. Insofern scheint Mathe doch wohl nicht ganz so wichtig gewesen zu sein. Ja, also ein bisschen Entwicklungserfahrung ist auf jeden Fall cool. Aber meiner Meinung nach kriegt man die eher dadurch, dass man da selber Bock drauf hat und motiviert ist. Und die kriegt man nicht davon, dass man irgendeinen Kurs in der Uni gemacht hat. Wenn man Bootcamp gemacht hat oder solche so Free Code Camp oder Hacker Rank oder so, das ist was anderes. Aber auch das muss man mit Vorsicht genießen, denn da ist auch sehr viel Copy und Paste dabei. Aber tatsächlich habe ich vor kurzem meine zweite Trainee eingestellt. Eine junge Dame, die mehrere Jahre lang als Grundschullehrerin gearbeitet hat für Englisch in Großbritannien mit einem Bachelor in English Literature, und die hat ein Jahr lang alleine online JavaScript und HTML-Kurse gemacht, Codecamps gemacht und so, und die hat sich durchgesetzt gegen die ganzen männlichen Bewerber mit Mastern in Software Engineering und anderen Mathe und so. Die hat die an die Wand gecodet. Ganz klar, wen ich da einstelle. Insofern, ja, das sind die technischen Skills. Aber viel, viel wichtiger sind die Soft Skills. Also man muss in der Lage sein, lernen zu können. Jemand, der nicht richtig lernen kann, der taugt nichts als Entwickler, denn wir lernen unser ganzes Leben lang. Und vielleicht wir gerade noch viel mehr als jeder andere, denke ich. Natürlich sollte man ein gesundes Interesse haben an Softwareentwicklung und auch an dem Drumherum, an der Welt, die da herum ist, und an Technik und Technologie insgesamt. Aber ich brauche nicht unbedingt jemanden, der unglaublich technikaffin ist. Es ist egal, ob die neuesten Gadgets haben oder alles in ihrem Smartphone machen oder so. Das ist egal. Wenn das Mindset stimmt, dann reicht das. Pragmatismus ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Das ist immer ein bisschen schwierig im Interview zu sehen, aber es ist was man mitnehmen sollte. Detailorientiertheit, Detailorientierung, es tut mir leid, ich vergesse manchmal Worte. Attention to detail. Ist auf jeden Fall auch was Wichtiges. Ich erkläre gleich noch, wie wir das interviewen können. Kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten sind auch super. Da gibt es auch Wege, um das zu überprüfen. Motivation ist ganz wichtig und the Spark, dieser Funke, von dem ich vorhin gesprochen habe. Man muss da Bock drauf haben. Die Person muss das wollen. Ich muss sehen können, dass sie das wirklich will und dass die lernen wollen. Und man kann das erkennen, das Feuer in den Augen. Man kann das erkennen. Nicht jeder hat das und im Optimalfall will man jemanden einstellen, der das mitbringt. Nicht? Doch. Wenn die stimmt mir zu, hervorragend. Ja, aber wie mache ich denn das? Typischerweise hat ja so eine Bewerbung mehrere Schritte. Ich habe irgendwie ein Anschreiben und einen Lebenslauf und dann habe ich vielleicht ein Abschlusszeugnis, ich habe so generell ein Zeugnis, ich habe einen Universitätsabschluss, ich habe irgendwelche Kurse, die ich gemacht habe und vielleicht habe ich GitHub oder so online, GitLab. Vielleicht jetzt auch mehr als früher, und Open Source. Ich denke, Anschreiben ist unglaublich wichtig, aber gerade wenn man einen Bewerbungsprozess hat, dann sollte man auch konkrete Fragen stellen. Ganz wunderbar geht das natürlich, wenn man einen ATS einsetzt, das man auch bei manchen Firmen käuflich erwerben kann, wo man dann den Bewerbungsprozess so zurechtschnürt, dass man sagen kann, ich stelle hier ganz konkrete Fragen, was ist deine Motivation, warum willst du das bei uns machen und so, und dann tippern die da was ein und dann kann ich durchlesen, ob die ganze Sätze schreiben können, wissen, wo man ein Komma hinmacht oder überhaupt irgendwas, das Gleiche da rein copy-pasten, was in ihrem Lebenslauf oben drüber aufsteht. Open Source finde ich gut, aber ich denke, dass oft auch bei Senior-Entwicklern viel zu viel Wert auf Open Source gelegt wird. Wenn wir uns überlegen, wie viele Leute Perl entwickeln in Deutschland, ich überlege, wie viele zum Beispiel in Berlin bei Strato mit mir zusammengearbeitet haben und wie wenige von den Kollegen freiwillig zu Konferenzen hingegangen sind. Das ist nichts Schlimmes. Manche Leute haben halt eine höhere Priorität auf ihre Familie als auf Open Source. Ist okay, aber ich würde sagen, vielleicht jeder 10. Perl-Entwickler hat schon mal was mit Community gemacht. Und ich würde sagen, ein Teil von denen, die das nicht gemacht haben,
wissen gar nicht, dass es das gibt und die interessiert das auch gar nicht, weil das ist ein Dayjob und das ist okay, das macht nichts. Deswegen, man sollte nie jemanden abweisen, nur weil er kein Open Source macht. Das ist nicht alles. Wir machen das in erster Linie ja schon, weil wir damit Geld verdienen wollen. Und jemand, der zu viel Zeit auf Open Source verwendet, hat vielleicht gar nicht mehr so viel Kraft, um dann noch produktiven Code auf der Arbeit zu schreiben. Kann man ja auch mal so sehen. Ja, aber man sollte sich diese Sachen auf jeden Fall zunutze machen. Ich schaue beim Lebenslauf auch immer ganz gerne mal rein. Sind die Sachen alle richtig angeordnet? Das ist totaler visueller Mess. Klar, wir sind alle keine Designer, aber wenn ich das in Word geschrieben habe und dann habe ich Bullet Points und Striche gemischt, dann, das ist dann, da fehlt mir dann schon die Liebe zum Detail. Und ja, wenn man das nicht hat, dann ist man, glaube ich, auch kein guter Entwickler. Ist meine persönliche Meinung. Also ich achte da drauf. Okay, so, jetzt haben wir jemanden ausgesucht. Jetzt müssen wir die Person interviewen. Im besten Fall haben wir vielleicht 20, 30 Kandidaten, die wir vom Lebenslauf her gut fanden. Dann hat vielleicht unsere Personalabteilung mit denen telefoniert, ein paar Sachen geklärt, noch ein paar mehr Fragen gestellt, mehr in unser LTS reingeschrieben und dann haben wir noch welche ausgefiltert. Wir haben vielleicht 10, 20% rausgeworfen und jetzt kommen wir zum ersten Interview in Person. Was ich immer ganz gerne mache, ist, ich gebe denen eine Hausaufgabe mit. Und zwar keine technische Hausaufgabe, sondern die Aufgabenstellung ist, am Anfang deines Interviews möchten wir, dass du eine 5 bis 10 Minuten Präsentation hältst über irgendwas, was dich interessiert. Es kann dein Hobby sein, was du in der Uni gemacht hast oder, keine Ahnung, was du sonst ganz gerne machst, was dich interessiert. Es muss nicht technisch sein. 5 bis 10 Minuten, gerne mit Slides. Wenn du kannst, schick uns die vorher, dann bereiten wir das vor. Und dann haben wir einen Eisbrecher. Weil die meisten Leute, die sich für einen Ausbildungsplatz bewerben, haben noch nicht so viele Bewerbungsgespräche gemacht in ihrem Leben. Wenn die meisten von uns hier nur 2 oder 3 Bewerbungsgespräche gehabt haben und wir sind alle irgendwie schon seit über 10 Jahren im Geschäft, jemand, der frisch aus der Schule kommt, der hat noch viel weniger Erfahrung damit. Und die Leute sind dann nervös. Und wenn man mit 18 oder 19 einen Vortrag vor Fremden halten muss, dann ist man noch viel mehr nervös. Aber wenn man den Vortrag hinter sich hat, dann hat man es geschafft und dann ist man nicht mehr nervös. Und dann ist das Bewerbungsgespräch auf einmal viel entspannter. Und das funktioniert wirklich. Das funktioniert wirklich. Und ich meine, ich will ja nicht beurteilen, ob die frei sprechen können. Ich weiß nicht, ob ich da selber das beste Beispiel für bin. Ich glaube, ich kann das auch nicht so gut. Aber naja, man sieht halt, können sie Informationen aufbereiten. Wenn ich jetzt 5 Minuten über irgendein Thema reden muss, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, haben wir gestern gesehen bei meinem Lightning Talk, manche Leute kriegen das ganz gut hin, das zusammenzufassen und andere nicht. Ich weiß nicht, wie gut ich da abgeschnitten habe. ich kann halt daran erkennen, habe ich die Fähigkeit, komplexe Informationen zusammenzufassen und die jemandem zu präsentieren, der davon keine Ahnung hat. Wenn da jemand von seinem Uni-Projekt über Roboter bauen für Medizintechnik erzählt oder von der Hundeschule, die seine Eltern betreiben und da mit Elan und Passion drüber redet, dann ist das super, weil dann kann ich sehen, wie verhält sich diese Person, wenn sie von irgendwas erzählt, wo sie verbrennt. Und kann sie mir das erklären, obwohl ich davon noch nie was gehört habe. Und das will ich sehen. Denn das sind alles Dinge, die wir hinterher in unserem Job brauchen. Ich muss mit Stakeholdern reden, ich muss vielleicht mit Kunden reden, ich muss mit Leuten aus anderen nicht technischen Abteilungen reden. Und manchmal schon. Nicht zwangsläufig, ja, aber viele von uns müssen das. Sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall ein Skill, den man ruhig haben kann. Es schadet nicht, den zu haben. Und auch wenn ich Open Source mache, dann muss ich mit anderen reden können und denen Dinge erklären können, vor allem in Textform. Und außerdem Timeboxing-Skills sind auch total wichtig. Ob die jetzt nervös sind oder nicht, ist eigentlich wurscht. Wenn wir das hinter uns haben, dann haben wir bestimmte Fragen. Wichtig ist hier, jedem die gleichen Fragen stellen. Vornherein überlegen, was frage ich und dann immer das gleiche fragen. Die Antworten aufschreiben. Hinterher auswerten, überlegen, was möchte ich als Antworten gerne hören, was will ich überhaupt nicht hören, wie bewerte ich das. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich außerdem auch Fragen, die rollenspezifisch sind, stellen, situationsbedingte Fragen wie, kannst du mir von was erzählen, wo du einen Konflikt hattest mit einem Kollegen oder mit einem Mitstudierenden und was war das und wie hast du den gelöst? Oder wie managst du deine Zeit? Oder wann warst du mal richtig doll unter Druck und wie bist du damit umgegangen? Solche Sachen. Was ich nicht frage, ist, wo suchst du dich in 5 Jahren? Das ist mir egal. Also optimal dann bei mir in der Firma, aber das ist keine sinnvolle Frage, denke ich. Technische Fragen sollten eher eine Diskussion sein. Es bringt jetzt nichts, da irgendwelche Perl-Esoteriker zu fragen.
oder so eine typische Google-Frage zu stellen wie, warum sind Gullideckel rund? Das hilft mir nicht so viel. Weil letzten Endes wollen wir jemanden einstellen, der ein Programmierer werden kann, der das Zeug dazu hat und nicht der das schon kann. Deswegen, was ich gerne frage, sind so Sachen wie, ich habe dann ein Datenbankschema, also diese Art CSV-Datei mit CDs und Künstlern und das ist komplett unnormalisiert. Und dann, hier, guck dir das mal an. Findest du, das ist eine gute Idee? Wenn wir jetzt Spotify wären und wir wollten da Daten rausholen, glaubst du, das ist ein gutes Design? Und der eine oder andere hat dann vielleicht schon mal was von Normalisierung gehört und fängt an, Tabellen aufzumalen und die anderen vielleicht nicht oder die wissen grob, was es ist, aber wissen nicht, wie es heißt. Weil die malen dann da Striche rein und sagen, ja, das hier sollten einzelne Tabellen sein, das ist super, dann kann ich sehen, ob die analytisch denken können und ich kann auch sehen, wenn sie das nicht wissen, ob ich sie ihnen erklären kann und sie es kapieren. Weil wenn ich mit denen keinen Rapport aufbilden kann, dann brauche ich die auch nicht auszubilden. Ja. Außerdem stelle ich natürlich auch ein paar Fragen über die Personen, Hobbys und so, gerade bei Auszubildenden sind Hobbys immer auch Sachen, die im Lebenslauf mit drinstehen und was da in der Zukunft so kommt. Aber dabei natürlich immer darauf achten, es gibt bestimmte Gesetze, die einen einschränken, was man fragen darf. Das sollte man sich dann schon mal durchlesen. Das Gleichstellungsgesetz zum Beispiel ist da so eins in Deutschland. Und keine Dinge fragen, die einen nichts angehen, wie Religion oder politische Ansicht oder so. Das gehört da nicht mit rein. Genau. Wir fragen alle das Gleiche, zumindest was technisch und was die anderen Interviewfragen angeht. Wir lassen sie mehr reden, als dass wir reden. Wir halten da keinen Vortrag, sondern wir stellen offene Fragen und machen ein paar Notizen, sagen vorher, wir schreiben mit. Wenn wir mitschreiben, ist das nur, damit wir uns erinnern können. Das ist ja kein Test oder so. Und auch wenn wir die technischen Fragen stellen und diese Diskussion führen, weisen wir am besten darauf hin, dass es hier nur darum geht, quasi zu sehen, wie denkst du? Nicht weißt du das schon. Wenn du das nicht weißt, macht auch nichts. Wenn ich es dir verklickern kann und du dabei was gelernt hast, dann haben wir beide was gewonnen bei dem Gespräch und dann ist das gut. Ich stelle auf jeden Fall keine sprachspezifischen Fragen und schon gar nicht über Perl. Das bringt uns gar nichts, wenn wir einen Auszubildenden einstellen. So, das haben wir gemacht. Und da haben wir jetzt wieder ein paar rausgefiltert, da sind noch zwei oder drei über. Und an der Stelle lade ich dann immer ganz gerne zu einem Trial Day ein. Also quasi einen Probearbeitstag. Das hat Vorteile für uns und Vorteile für den Auszubildenden oder für den Bewerber. Für den Bewerber bedeutet das, dass ich jetzt mal für einen Tag ein Entwickler sein kann, was ich vielleicht vorher noch gar nicht wirklich war. Ich bin jetzt mal in einer Firma, ich kriege mit, wie sich das anfühlt, in einem Büro mit anderen Leuten, die Ahnung davon haben, zu sitzen, für einen Tag richtige Tickets zu machen und echte Arbeit. Ich sehe, wie sich die Firma anfühlt und ich lerne den Mentor oder den Ausbilder ein bisschen besser kennen oder die Ausbilderin. Und das ist auf jeden Fall unglaublich wertvoll für die. Und mir ist es durchaus schon passiert, dass jemand danach gesagt hat, das war cool, aber das ist nichts für mich, vielen Dank, ich mache was anderes. Das war schade, das war ein guter Bewerber, aber besser dann, als nach zwei Monaten während der Probezeit zu sagen, okay, tschüss, dann haben wir ganz viel Geld aus dem Fenster geworfen. Deswegen ist das auf jeden Fall gut, auch für den Bewerber. Und für die Firma ist es natürlich klar, ich kann besser screenen. Ich sehe, kann die Person einen Computer überhaupt bedienen? Also es gibt genug Leute, die einen Master in Informatik haben und diese nicht fertig kriegen, einen Texteditor aufzumachen. Oder die sich damit schwer tun, nach einer Einweisung an einem Computer mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Das habe ich auch schon erlebt. Klingt nicht so, als ob das passiert, aber es passiert. Wie benehmen die sich im Büro? Sind die erwachsen genug, um professionell im Büro zu sein? Klar muss ich denen da sicherlich noch ein bisschen was beibringen, wenn sie das vorher noch nie gemacht haben, aber so ein gewisses Grundverständnis dafür sollte schon da sein. Und auch hier wieder, kann ich mit denen eine Beziehung aufbauen? Kann ich mit denen reden, auf Augenhöhe, kann ich denen was beibringen? Und wenn das nicht klappt, dann aussortieren. Nicht lange zögern, aussortieren, dann passt die Person nicht. Weil es geht in erster Linie ja darum, dass wir für unsere Firma jemanden finden, der Wert schöpfen kann. Gut, wie mache ich das? Meiner Meinung nach am besten mit einem realistischen Produkt. Und das sollte zu unserer Firma passen. In meinem Fall ist das ein kleines Mini-Bewerbungsdings-System. Das habe ich in Dancer gebaut, Dancer 2 in einer, ich habe eine VM mit einem GitLab, die kann ich immer wieder resetten auf meinem Rechner, dann hat jeder das gleiche, da sind ein paar Tickets drin, die ich geschrieben habe, ein paar davon habe ich schon selber bearbeitet, das heißt, da gibt es schon Code, das ist ein One-Pager im Prinzip mit drei Seiten, die Stellenanzeige, auf die sich die Person gerade beworben hat, mit einem Button, jetzt bewerben, dann kommt ein einseitiges Bewerbungsformular, und das kann ich abschicken. Und dann kommt eine Danke-Seite. Im Hintergrund ist ein Controller mit DBX Class mit einer einzelnen Tabelle, wo ganz viele Felder drin sind.
nicht besonders kompliziert. Da ist ein bisschen serverseitige Validierung drin und sonst nichts. Und dann sind da Tickets. Und da gibt es eine Git-History mit ordentlichen Commit-Messages, die man sich angucken kann. Die Tickets sind schon bearbeitet und das ist alles eingefroren. Und dann resette ich das, gebe denen einen Laptop mit Ubuntu und ein, zwei Texteditoren. Und ob sie dann Vim oder Emacs oder Atom benutzen wollen, ist mir total egal. Wenn sie Hilfe brauchen, erkläre ich das. Ja, und dann schauen wir, wie es läuft. Die Tickets, die ich denen dann zur Verfügung stelle, schauen wir uns auch gleich an. Ganz wichtig ist aber, man muss auch hier die Erwartungen managen. Und gerade hier ist es nicht ganz so wichtig. In Großbritannien zählt dazu, dass ich über den Dresscode spreche. Sowohl vor dem Interview als auch vor dem Probearbeitstag. Denn sonst kommen die Leute im Anzug. Weil in England ist das so, da zieht man Anzug an. Also es ist blöd, wenn ich in ziemlich genau den Klamotten in einem Interview sitze und der Bewerber hat einen Anzug mit Manschettenknöpfen an, dann fühlt er sich schlecht, weil er ist massiv overdressed und wahrscheinlich ist er auch gar nicht gewohnt, ein Hemd und einen Anzug anzuhaben. Und das ist unangenehm. Und genau das Gleiche ist natürlich auch hier. Wenn in eurer Firma T-Shirt und Hoodie und Jeans okay sind, dann ist das okay. Wenn Sommer ist und kurze Hosen, alle in kurzen Hosen und Sandalen rumrennen, dann könnt ihr denen ruhig sagen, ihr dürft euch so anziehen. Wahrscheinlich machen die das dann trotzdem nicht. Ist auch okay, aber dann kommt man nicht mit Krawatte. Und das trägt sehr viel zum generellen Wohlbefinden der Person bei, wenn die das im Voraus wissen. Also immer Expectation Management. Gut, jetzt haben wir also Tickets. Ich sagte gerade schon, in meinem Fall ist das Dancer 2 mit SQLi, dann habe ich hier so Tickets. Und Tickets können dann zum Beispiel sein, da gibt es ein Feld für die Postleitzahl in der Bewerbung. Und wir sind ja in Großbritannien und die Person, die das Formular gebaut hat, hat das mit Zip-Code beschrieben. Das Label ist Zip-Code, ist amerikanisch. Wir sind aber in England. Und in England heißt das Postcode. Und jetzt haben wir das Problem, dass sich keiner bewirbt, weil die das alle nicht wissen, was das bedeutet. Also müssen wir das umbenennen. Das klingt extrem banal. Ist es auch. Jeder von uns würde wahrscheinlich grep nach Postcode, nach Zipcode einmal ersetzen, fertig. Ja, aber jemand, der noch nie Code geschrieben hat oder nur Code von Stack Overflow kopiert hat in irgendeine Java-IDE, der kann das nicht. Und das heißt, ich kann mir jetzt 10 Minuten Zeit nehmen, rüberzuschielen auf den Arbeitsplatz neben mir und zuzuschauen, wie da verzweifelt wird oder wie jemand einfach konsequent sagt, Google, ich habe hier Atom, wie suche ich in allen Dateien? Weil sonst nehme ich immer VS Code und ich weiß nicht, wo der Knopf dafür in Atom ist. Ist cool. Kann alleine nach der richtigen Lösung suchen, finde ich großartig. Oder jemand sagt, okay, grep, Kommandozeile grep. Ja, großartig, dann habe ich das auch gesehen. Wenn jemand beigeht und jede einzelne Datei aufmacht und verwirrt guckt, was ist denn das jetzt eigentlich? Dann muss ich es vielleicht erklären. Ich hatte auch schon jemanden, die Person wusste tatsächlich nicht, wie man in der IDE durch alle Dateien sucht. Und hat sich dann gedacht, ja gut, hier sind irgendwie nur 10 Dateien, ich mache einfach mal alle auf und gucke, welche Syntax-Highlighting HTML haben. Dann sind 2 übergeblieben und dann habe ich da drin Steuerung F nach dem Zipcode gesucht. Hat 2 Minuten gedauert. Ja, ist eine valide Lösung. Problemlösungsfähigkeit. Wie gesagt, das klingt extrem banal, aber für jemanden, der das schon seit 20 Jahren macht, ist das auch total banal. Für jemanden, der zum ersten Mal sowas sieht, ist das eine Herausforderung. Und genau darauf kommt es an. Und die Tickets werden dann sukzessive immer komplexer sind aber nicht wirklich technisch. Nirgends muss man neuen Code schreiben. Das Schwierigste ist eigentlich, einen Block, 3 Zeilen Perl-Code zu kopieren, ein bisschen Dokumentation nachlesen und dann einen regulären Ausdruck anpassen. Da kann man ruhig eine Stunde drin verbrauchen. Letzten Endes geht es ja nur darum zu sehen, kriegen die das hin? Und da kann man dann auch die ausfiltern, die noch nie wirklich Code geschrieben haben. Und genau darum, das ist ja unser Ziel. Während des Bewerbungsgesprächs, dieses langen Bewerbungsgesprächs, des Probetags, mache ich dann immer ganz gerne noch Mittagessen. Ich lade die dann ein, gerne noch mit den anderen Azubis oder einem, je nachdem, wie viel es da schon gibt, irgendwo hin, in Ruhe, sodass die dann auch ein bisschen privat untereinander reden können. Denn letzten Endes sind die ja hinterher ein Team. Und da ist dann auch der Eindruck der anderen wichtig. So, jetzt habe ich also jemanden ausgesucht und möchte der Person ein Angebot machen. Dabei ist ganz wichtig, fair zu sein. Genug Geld anzubieten. Also bei Auszubildenden, ich weiß nicht, wie der Gehaltsspiegel aktuell ist, schon gar nicht in München. Ich schätze mal, so ein Einstiegsgehalt liegt brutto im Moment hier so bei 1.000 Euro für ein Erstjahr-Azubi. Vielleicht im zweiten Jahr 1.100. Bei mir damals waren es 600 noch was in Hannover. Wenn ich jemanden einstelle, der frisch von der Uni kommt und ich bin in Großbritannien, dann sind die Einstiegsgehälter so zwischen 25.000 und 27.000 Pfund im Jahr brutto.
Man sollte da fair sein und dann nicht dran sparen, weil Tausender mehr im Jahr macht jetzt den Kohl nicht fett, ist für die Person aber vielleicht das Kriterium, was dann entscheidet, vielleicht doch den längeren Weg bis zu mir zu kommen und nicht in der Innenstadt zu arbeiten. Ja, man muss auf jeden Fall auch hier wieder Expectation managen und quasi dem Angebot hinzufügen, wann endet dieses Angebot. Das ist eine Woche Zeit, dich zu entscheiden, weil wir haben eventuell auch noch andere Kandidaten und damit die uns nicht weglaufen, falls du nicht willst, also letzten Endes ist es ja ein Deal, den man machen muss. Und das muss realistisch sein. Häufig kann dann noch sein, dass die müssen das dann mit ihren Eltern besprechen, vielleicht mit ihren Lebenspartnern überlegen, will ich das wirklich machen, hin und her. Das kann schon ein paar Tage dauern, die muss man ihnen auch Zeit lassen und natürlich auch noch Fragen beantworten. Aber das darf nicht zu lange dauern, denn ansonsten laufen einem vielleicht andere gute Kandidaten weg. Und gleichzeitig muss man natürlich auch bedenken, dass die Kandidaten selber vielleicht mehrere Angebote haben. Zumindest in Großbritannien ist das so. Hier bei Ausbildungsplätzen ist das, glaube ich, eher selten so. Zumindest in meiner Erfahrung sind die meisten froh, wenn sie einen haben. Vielleicht hat sich das in den letzten Jahren geändert. So, jetzt hat die Person unterschrieben. Yay! Und der erste Tag rückt näher und Onboarding. Und was denn jetzt? Ja, als erstes sollte ich denen mal frühzeitig mitteilen, wann sie da sein sollen und wo. Du kommst um 10, du bist dann und dann da, dann fragst du nach der Person und im besten Fall wartet dann ein fertiger Schreibtisch auf den Auszubildenden. Wo steht dann vielleicht schon ein Computer drauf, vielleicht ist der noch verpackt, dann können wir gleich mal gucken, wie gut die Kabel zusammenstecken können. Ist ja auch immer ganz witzig. Aber wenn man frisch ankommt und dann weiß keiner, dass man ankommt und dann muss erstmal der Ausbilder ist dann irgendwie steckt im Stau und keiner weiß, dass der Azubi anfängt und ja, einen Schreibtisch hat auch noch keiner gesucht, das ist ganz schön doof. Und ja, das will man natürlich ersparen, weil man will, dass sich die Leute gut fühlen. Das ganze Team sollte wissen, dass da jemand Neues anfängt und wie die Person heißt und was deren Rolle ist. Und man sollte den Leuten auch sagen, ganz zu Anfang, was passiert denn jetzt in der ersten Woche eigentlich? Du hast irgendwelche HR-Sachen, du musst irgendwelche lustigen Formulare ausfüllen. Vielleicht kannst du ein paar von denen ja auch schon zu Hause ausfüllen, damit du nicht einen halben Tag lang in der Personalabteilung rumsitzt und irgendwelche Sozialversicherungsnummern und so auf Zettel schreibst, weil das kann man auch online von zu Hause machen. Und dann kannst du am ersten Tag nämlich direkt Code schreiben und produktiv sein. Und dann haben die auch Bock und bleiben und sind motiviert. Ja, habt ihr Fragen? Warum ist die Fixierung auf Abitur? Die IHK schlägt vor, also das ist jetzt für Deutschland, die IHK schlägt vor für Fachinformatiker und für IT-Systemkaufleute, also generell für die 5 großen IT-Berufe und ich glaube, es gibt jetzt noch 2 neue seit kurzem, dass Abitur da empfohlen ist. Warum? Weil die Leute reifer sind. Für einen Handwerksbetrieb zum Beispiel, ohne jetzt dazu sagen wollen, die Leute müssen nicht so gebildet sein. Aber für einen Handwerksbetrieb hast du seltener den Fall, dass jemand alleine auf der Arbeit sitzt. Ein Fliesenleger oder ein Bäcker oder ein Koch ist nicht alleine da. Und dann hast du das Jugendarbeitsschutzgesetz und einen 16-Jährigen darf ich nicht alleine lassen. Der darf keine Schlüssel haben, es muss jemand da sein, damit er in den Betrieb reingelassen wird. Der darf nicht so lange arbeiten, der muss längere Pausen machen, der braucht längere Ruhezeiten, sowas. Genau. Nein, aber wenn er noch kein Abitur hat, dann ist er erst 16. Und das kann ich mir vielleicht nicht erlauben als Firma. Also das ist zumindestens, außerdem sind die Leute einfach reifer. Und gerade in der IT willst du halt schon jemanden, der es zumindest geschafft hat, ein Abi zu machen, ist schon nicht schlecht. Hochschulstudium vielleicht nicht. Ja, hat für mich nicht so gut geklappt. Dazu vielleicht? Man auch an ihrer nicht technischen Reife. Da würde ich dir absolut recht geben. Ja,
Ich fasse noch mal kurz für die Kamera zusammen. Also es gibt ein offensichtliches Abiturgefälle und Bildungsgefälle zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Gerade in Bayern ist das Abitur schwerer zu erlangen, hat der Mann im Publikum gesagt. Und in seiner Erfahrung als Norddeutscher, ich kann es nicht beurteilen, ich habe nur in Berlin und in Hannover ausgebildet und in Berlin ist definitiv das Abitur nicht so gut wie in Hannover. In deiner Erfahrung ist das so, dass in München oder in Bayern hochwertigere Bewerber gibt, aber die trotzdem noch nicht so reif sind, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja. Ja, natürlich kann man das über die Erwartung abbilden, aber du musst ja auch sehen, dass du als Firma einen gewissen Anspruch hast. Und wenn dein Anspruch eben ist, jemanden auf dem Niveau zu haben, dann stellst du halt niemand anderen ein. Und genau deswegen, das ist ja der Filter. Das heißt also, ich kann dir nicht sagen, warum die IHK vorschlägt, dass man Abitur hat. Das ist die Empfehlung der IHK. Also ich persönlich sage, stell die Person ein, die am meisten Bock darauf hat. Und auch wenn die Person die Schule abgebrochen hat und nicht weiß, wie man sich selber die Schuhe zubindet, wenn das ein kluger Mensch ist, der richtig viel Bock darauf hat, dann stell ihn um Gottes Willen ein. Also ich sage nur, Abitur, die AK sagt Abitur. In Großbritannien wollen alle immer Hochschulabschlüsse haben und ich habe gekämpft mit meinem Chef darüber, dass es auch möglich ist, jemanden einzustellen, der keinen STEM-Abschluss hat. Und da haben wir viel diskutiert, weil da einfach die Erwartungshaltung anders ist. Und meine Sichtweise, zumindest in meinen Slides, ist auf jeden Fall für jetzt Großbritannien. Aber klar, also ganz ehrlich, gerade in unserem Feld, die Person einstellen, die am besten passt. Was die im Zeugnis stehen haben, ist total egal. Ist total egal. Ja, du wolltest noch was sagen? Ganz klar. In unserem Kopf, wo man sehr selbstständig arbeiten muss, oder auch häufig selbstständig arbeiten muss, nicht der Meister direkt daneben sitzt, hat das einen ziemlich schlechten Wert. Das muss ja nicht der Meister, aber wenn ich 16 bin, habe ich einen zweiten Teil, dann gucke ich zum Beispiel, dann gucke ich natürlich den ganzen Tag um die Schulter. Ja, aber wenn ich dann aus dem Test was rauskriege, ist es doch. Na klar, bei einem 18-Jährigen vielleicht nicht die ganze Zeit. Und kann aber auch sein, dass es genauso 16-Jährige ist. Alles klar. Ich glaube, wir sind jetzt mit der Zeit am Ende. Wenn ihr mich dazu noch Dinge fragen wollt, das diskutieren wollt, wir haben ja heute Abend das Social Event, gerne über ein Getränk. Ich habe da noch einige Stories auf Lager und ich höre auch gerne eure. Vielen Dank.